Sehr geehrte Zuschauer, guten Tag. Heute haben wir wieder Daniel Sachkov zu Gast. Er ist Finanzanalyst, Mathematiker, IT-Spezialist, Entwickler der Internetplattform Bastion. Daniel, wir sind froh, dich zu sehen. Grüße. Grüß dich, grüße die Zuschauer. Freue mich, bei dir auf dem Kanal zu sein. Heute erzählte uns Daniel über China und schüttelte aus dieser schönen, geheimnisvollen Schatulle hier auf unserem Informationstisch eine Masse informativer Fakten. Überaus interessante Informationen. Die chinesische Schatulle wäre aber keine chinesische, wenn sie keinen doppelten Boden hätte. Deshalb lade ich euch heute zum geheimen Teil des Interviews auf Bastion ein, weil man nicht über alles in den sozialen Netzwerken sprechen kann. Ich denke, Sie verstehen mich. Wir starten also. Daniel, bitte. Ja, heute starten wir auf YouTube und sprechen über das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Damir, hast du den Ausdruck schon mal gehört? Weißt du, was er bedeutet? Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Leute noch nie etwas davon gehört hat, obwohl alles, was wir gerade erleben, uns zu dieser 15-Minuten-Stadt führt. Ich zeige euch später einen Beitrag von der Seite des Weltwirtschaftsforums, der darüber erzählt. Heute sage ich es nochmal, ich arbeitete viele Jahre lang als Analyst für Finanzen und wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe vieles unternommen und habe mir gewisse analytische Fertigkeiten angeeignet. Heute, konkret im Jahr 2022, wisst ihr, viele Dinge muss man nicht einmal analysieren. Gewisse Dinge natürlich schon. Vieles sagen die euch aber ganz offen. Sie sprechen ganz offen darüber. Man muss es nur hören und bestimmte Ressourcen nutzen, wie Bastion zum Beispiel. Ich werde heute eine andere Seite mit sehr viel Information empfehlen. Das, worüber ich spreche, entnehme und lerne ich auf dieser Seite und bei dem Mann, der Patrick Wood heißt. Er hat eine sehr seriöse Seite. Er spricht seit den 70er Jahren darüber. Dieser Mann widmete 50 Jahre, praktisch sein ganzes Leben dem, es den Menschen zu erklären. Über vieles wird offen gesprochen. Die 15-Minuten-Stadt. Es wird so darüber gesprochen, es wird in spezielle psychologische Formulierungen gepackt, dass es niemals in den Schlagzeilen landen wird. Die Menschen machen sich andere Sorgen. Die Menschen werden in den Stupor geführt, konkret wenn die sagen, was auf uns zukommt. Darauf richtet keiner die Aufmerksamkeit. Die psychologische Operation, über die wir sprechen werden, das sind viele Manipulationsmethoden, über die ich in den letzten Videos schon gesprochen habe. Eine ganz einfache Methode heißt die falsche Binarität. Falsche Binarität ist, eine ähnliche Methode kennt ihr bestimmt aus den Filmen Guter Bulle, Böser Bulle. So heißt diese Methode. Diese psychologische Methode. Im Grunde, wenn man über das Overton-Fenster spricht, das ist fast das Gleiche. In der Verhaltenspsychologie gibt es auch diese Heuristiken und Begriffe. Im Grunde ist es alles dasselbe. Die Psyche des Menschen, vor allem wenn er nicht gefestigt ist, wenn er nicht versteht, was passiert, orientiert er sich auf die äußeren Erscheinungen und Faktoren. Er versteht nichts und orientiert sich am Verhalten anderer Menschen, an dem, was rundum passiert, an dem, was er sieht. Und diese Anker, in der Psychologie nennt man das Anker, bekommt er von seiner Außenwelt, wenn er sich nicht die Mühe gemacht hat, alles durchzudenken, sich auf eine feste Grundlage zu stellen. Denn dann ist er schwerer zu bewegen. Diese Anker, die Overton-Fenster, sind auch eine Art Anker. Dieser wird schlagartig verschoben. Was ist das Overton-Fenster? Das Begreifen gewisser Sachen. Ihre Akzeptierbarkeit wird schlagartig verschoben. Das löst erst einmal einen Schock aus und danach ein schnelles Gewöhnen. Weil, wenn wir in so einer Welt schon leben, muss man sich daran gewöhnen. Deshalb, wenn der Mensch nicht fest verwurzelt ist, wenn er gewisse Konzepte nicht verstanden hat, zack, wird er in eine Richtung gerissen. Deshalb sage ich es euch ganz konkret, wenn ihr es nicht schafft, diese Dinge zu überwinden, es nicht zu verstehen, wie man sich diesen Methodiken zur Wehr setzt, werdet ihr es nicht durchstehen. Ganz banal, ihr werdet irregeführt sein. Die Hälfte des Sieges ist, zumindest zu erkennen, dass du dich im Kampf befindest. Wenn dir nicht bewusst ist, dass du dich in einem Kampf befindest und mit wem, das wären schon 50%, weil wenn dem Menschen das nicht bewusst ist, hat er auch nicht die geringsten Chancen. Gar keine. Ich spreche über diese falsche Binarität und das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Bringe ein paar Beispiele, dann gehe ich zu China über. Einen Punkt, den ich in den letzten Videos behandelt habe, wie man gerade das Silber aus den Londoner Banken herausbaggert. Ich habe in dem Video schon zweimal darüber geredet, habe klasse Feedback bekommen. Ich habe aber einige Kommentare gelesen, auf die ich antworten möchte, ohne es als Diskussion zu sehen, sondern Klärung meiner
einerseits, es gibt zwei Arten von Kommentaren. Einerseits, warum erzählen Sie uns überhaupt über das Silber? Warum muss man so viel über das Geld sprechen? Geld ist doch nichts Höheres. Im Leben ist doch Freundschaft wichtig. Liebe ist ja auch gut so. Das ist eine Art der Kommentare. Die zweite Art, was wollen Sie mit dem ganzen Silber machen? Man muss Nahrungsmittelvorräte horten und so weiter. Ich sage es euch gleich, ich rufe hierzu nichts auf, ich erzähle es nur. Jeder muss seinen analytischen Verstand selbst trainieren und Schlussfolgerungen ziehen. Jeder steckt in seiner eigenen Situation. Das, was ich euch erzähle, wird sehr ernsthafte Folgen in eurem Leben haben. Silber oder nicht Silber, Geld oder nicht Geld, das wird sich auf euch auswirken. Und ich sage es in allen meinen Videos, dass für mich das Geld nicht das Wichtigste ist. Ich bin kein Spekulant. Jeder kann meinen Lebenslauf prüfen. Im Google zum Beispiel, auf meinem Kanal auf Bastion. Ich werde bald ein Video veröffentlichen. Ich erzähle euch ein bisschen über meine Arbeit. Ich arbeitete in einer großen amerikanischen Firma, hatte einen höheren Posten. Sie wollten mich nicht gehen lassen. Sie haben mir viel angeboten. Wenn Geld für mich wichtig wäre, würde ich jetzt gar nicht hier sitzen und würde euch nichts erzählen und nicht am Bastion arbeiten für viele Jahre. Natürlich ist das Geld nicht das Wichtigste. Ich erzähle vom Geld, weil es die Methode sein wird, mit der man euch und das Wichtigste, ich meine das Allerwichtigste, unsere Kinder, uns und unsere Kinder wird man damit versklaven wollen. Nicht durch so eine Sklaverei, die mal existiert hat, zum Beispiel in der Antike. Das wird eine ganz andere Sklaverei sein. Ich spreche über Dinge, die euch helfen können. Das mache ich aus Gefühlen der Freundschaft, obwohl ich euch nicht kenne. Ich spreche nicht so hochgestochen über die Liebe zur ganzen Menschheit. Trotzdem mache ich es aus gewissen warmen Gefühlen. Wenn das für euch nicht sinnvoll erscheint und unbrauchbar, versucht zu verstehen, warum ich das erzähle. Ich erzähle das nicht so. Guck mal, hier ist Silber, hier ist Geld. Nein. Das Geld wird das Instrument sein, mit dem man uns und das Wichtigste, unsere Kinder, wir sind ja jetzt erwachsen, wir können uns noch rausfinden. Unsere Kinder werden wahrscheinlich aber in einer ganz anderen Welt leben. Wir müssen alles dafür tun, damit die Welt, die wird sich auf jeden Fall verändern. Man kann das Ganze, diesen Fleischwolf nicht zurückdrehen. Nichtsdestotrotz wollen wir, dass auf dieser Welt Freiheit herrscht. Eine geistige Freiheit, körperliche Freiheit. Deshalb erzähle ich euch von diesen Dingen. Das ist meine kurze Antwort. Jetzt gehen wir zu der 15-Minuten-Stadt über. Die 15-Minuten-Stadt ist ein reales Konzept, welches schon lang existiert, sowie die anderen Dinge, von denen ich euch erzähle. Die Wurzeln gehen zurück bis auf die 1930er Jahre, höchstwahrscheinlich sogar in das Jahr 1919. Darauf kann man es zurückführen. Die Bewegung heißt Technokratie. Etwas später zeige ich euch eine Flagge dieser Technokratie. Ich denke, ihr werdet vieles verstehen. Wenn ihr diese Flagge gesehen habt, werdet ihr verstehen, wovon ich spreche. Diese 15-Minuten-Stadt, dieses Konzept, wurde Probe gelaufen vor kurzem in England, in einer kleinen Stadt, Oxfordshire, eine Kleinstadt. Dort haben sie den Testlauf gemacht. Was ist die 15-Minuten-Stadt? Das ist eine Stadt, in der alles, was ihr braucht, in einer 15-minütigen Entfernung liegt. Zu Fuß oder vielleicht auf dem Fahrrad, vielleicht Elektroroller. Das ist aber im besten Fall. Klingt alles sehr schön. Einerseits, wer mag schon Autoabgase, wer mag schon Staus und so weiter. Es ist klar, dass es schlecht ist. Ich spreche mich nicht dafür aus. Indem man aber diesen Punkt verwendet, schiebt man die 15-Minuten-Stadt auf die Vorderlinie. Kommt, lass uns den Gesamtverkehr loswerden. Meinetwegen, wir haben keinen Verkehr. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. In der Stadt kein Verkehr, meinetwegen. Dahinter steckt aber ein ganz anderes Konzept. Hinter diesem Vorhang. Das ist wieder die falsche Binarität. Bist du wohl gegen die 15-Minuten-Stadt? Dann willst du ja in einer Stadt voller Abgase leben. Die 15-Minuten-Stadt ist doch so schön. Ihr habt hier eine schöne Gemeinde, hier sind deine Freunde, das Café, die Läden, Kindergärten. Auf den ersten Blick klingt das alles sehr schön. Wir haben es aber mit unseren Augen schon gesehen im Jahr 2020, was eine 15-Minuten-Stadt bedeutet. Wir haben sie beobachtet. Wir haben sie ausprobiert. In jedem Land natürlich auf eine andere Weise. Hier spielt auch China eine Rolle, das wir im zweiten Teil behandeln werden. Dieses Bild werdet ihr auf der Seite des Weltwirtschaftsforums finden. Es gibt einen Bericht mit dem Titel Die 15-Minuten-Stadt. Das Konzept wird hier als ein sehr altes beschrieben. Die Menschen träumen angeblich davon schon seit Jahrhunderten.
Das ist wieder nur so ein Trick. Es klingt fast so, als wären die ersten Städte der Welt nach diesem Konzept gebaut worden und wir haben es mit unserer Zivilisation zerstört. Lasst uns an den Ursprung zurückkehren. Das ist eine oft verwendete psychologische Methode für die, die die Geschichte nicht so gut kennen, beziehungsweise die Urbanistik. Lasst uns das Bild betrachten. Hier sieht man glückliche Leute, skizziert dargestellt. Die laufen darum, haben Spaß. Schaut euch aber, was hier noch ist. Hier gibt es einen Umfang oder einen Durchmesser. Dieser Kreis ist eindeutig vorgegeben. Wenn ihr denkt, die 15 Minuten Stadt existiert, damit ihr es bequem habt, nein, das ist die Stadt, die ihr nicht verlassen dürft. 15 Minuten zu Fuß ist das Maximum. Jetzt verstehen wir, wofür diese ganzen Maßnahmen 2020 nötig waren. Warum hat man die Leute zu Hause eingesperrt? Warum die Kontrolle der Fortbewegung? Wir haben vor kurzem über China geredet, dass die Bewegungskontrolle, das ist der Schlüsselmoment. Wenn man euch die Bewegungsfreiheit nimmt, dann sind eure Chancen oder die eurer Kinder, etwas in diesem Leben zu verändern, gleich null. Wenn das System da ist, wenn ihr es zulässt, dass die Bewegung von einem System kontrolliert wird, unter jeglichen Vorwänden, egal welche Vorwände man euch unterjubelt. Die 15 Minuten Stadt ist die Kontrolle der Bewegung. Man sagt, dass der Lockdown, der 2020 eingeführt wurde und der im Jahr 2021 nur eine Aufwärmübung waren. Der nächste Lockdown wird wahrscheinlich Klima-Lockdown heißen. Vielleicht wird es noch einen Pandemie-Lockdown geben, wir wissen es nicht. Aber der wird kommen. Das ist offen dargelegt. Das steht alles auf dieser Seite. Ein Lockdown und die 15 Minuten Stadt ist das eine und dasselbe. Dieses Bild, diese glücklichen Leute und so weiter. Im Grunde ist es dasselbe. Ihr dürft euch nicht irgendwohin bewegen. Sie haben nur das Overton-Fenster verschoben. Sie haben es schlagartig verschoben, damit die Menschen denken, damit sie es annehmen, dass das Eingrenzen des Bewegungsfreiraums normal ist. Versteht ihr? Homeoffice, all diese Dinge. Ich sehe sehr viele Öffentlichkeitsarbeiter, die dagegen kämpfen. Sie machen sich aber sozusagen den Hunden ähnlich. Ich liebe Hunde, ich habe einen Hund. Der beißt einen Stock und versteht nicht, dass der Stock von jemandem gehalten wird. Homeschooling, das macht man alles nicht der Bildung wegen. Homeoffice ist nicht der Arbeit wegen. Beim Homeschooling degradieren die Menschen auf lange Sicht. Deshalb bei Menschen, die normal in normalen Firmen arbeiten wollen, für die ist Homeoffice verboten, nur im äußersten Notfall, für talentierte, willensstarke Menschen erlaubt. Deshalb ist die 15-Minuten-Stadt im Grunde ein Konzentrationslager. Und ihr müsst verstehen, dass wir dahin getrieben werden. Ich schicke euch den Link zu diesem Beitrag. Da ist auch dieses Bild. Die Apple-Fabrik in China. Vor kurzem haben wir darüber gesprochen, wo man diesen extrem harten Lockdown eingeführt hat. Das hat letztendlich zu diesen Protesten geführt. Da waren 300.000 Menschen. Was hat man denen gesagt? Man sagte, ihr dürft das Betriebsgelände nicht verlassen. Ihr dürft nicht in der Kantine essen. Man soll in seinem Zimmer essen. Einschränkungen in der Kommunikation. Im Grunde haben die da die 15 Minuten Stadt eingeführt. Aber die müssen das ausschmücken und diese bunten Bilder malen. Noch ein Punkt, den ich hier vorlesen möchte, aus demselben Bericht. Schaut bitte darauf, dass unten auf dem Bild, den zweiten Screenshot werde ich auch mit euch teilen, unten auf dem Bild von der 15-Minuten-Stadt, die sich in einem vorgegebenen Umkreis befindet, ein Gefängnisraum praktisch. Die schreiben Folgendes, das ist von der Seite des Weltwirtschaftsforums, der Bericht vom 15. März 2022. Im Zuge der Verstärkung der Schockzustände wegen des Klimas, der Militärkonflikte und Stresssituationen, die in schnelleren Intervallen, sich beschleunigenden Intervallen, ich muss übersetzen, es ist ein komplizierter Satz, im Zuge der Beschleunigung und Verstärkung der Schockzustände aufgrund des Klimawechsels und des globalen Konflikts. Was ist ein globaler Konflikt? Das ist ein Weltkrieg. Und die Stresssituationen, die dadurch verursacht werden, die immer öfter vorkommen werden und heftiger werden, wird die 15-Minuten-Stadt eine richtige Notwendigkeit. Geschrieben am 15. März 2022.
Nur die wenigsten haben damals verstanden, was mit einem globalen Konflikt gemeint ist. Für die war es klar, was da schon passiert. Nichtsdestotrotz, am 15. März, so ein Bericht wird ja auch nicht in 15 Minuten geschrieben. Das ist ein langer Bericht mit Bildern. Die Bilder, für die braucht auch ein guter Designer mindestens ein paar Tage. Im Zuge des Ansteigens der globalen Konflikte und der Beschleunigung und Verstärkung dieser Stresse wird die 15 Minuten statt einer Notwendigkeit. Die Mehrheit der Menschen weiß nicht einmal etwas über die 15 Minuten statt. Warum? Es ist der Nachrichtenstrom. Was hier, was dort passiert, in China, in Europa, bei uns. Jetzt können wir über China sprechen. Ich werde mich nicht in die Geschichte Chinas vertiefen. Ich weiß nicht, ob es für die Leute interessant ist. Wenn ich das erzähle, für mich ist es unglaublich interessant. Ich bin fasziniert, weil China eine Zivilisation ist, die so lange überlebt hat. Da gab es alles. In jeder Periode kann man etwas Interessantes finden. Etwas Wichtiges. Über die Geschichte von China sprechen wir heute nicht. Ich spreche über die Psychologie dieser falschen Binarität. Schaut, wie das funktioniert. Wir wissen, was China für eine Covid-Politik verfolgt hat. Die Protestierenden haben trotzdem etwas erreicht, ja bis zu einem Level. Zumindest eine Milderung dieser Politik. Es waren heftige Proteste, unvorstellbar für China. Die hatten natürlich wenig Chancen, aber die haben trotzdem etwas erreicht. Das ist beeindruckend. Wie spricht die Presse darüber? Was sehen wir in diesen Videos? Auf den Plattformen, wo es gezeigt wird, auf YouTube, Facebook, Bastion. Wir sehen, die Menschen werden in ihren Häusern eingeschweißt. Die kommen mit dem Schweißgerät und schweißen die Eingangstür zu. Diese werfen sich aus den Fenstern. Sie müssen bei klirrender Kälte anstehen für PCR-Tests. Polymerase-Kettenreaktion. Wir sprechen am Ende etwas darüber. Sie stehen in der Kälte wegen dem Test auf ein Erkältungsvirus. Ist doch klar, dass sie sich anstecken können. Die bauen Lager. Viele sind schon fertig, wo Menschen auf kleinstem Raum einen Meter voneinander, auf mehrstöckigen Betten. Die Kinder werden von den Erwachsenen getrennt. Das passiert alles sehr grob. So etwas wie in China gab es aber nirgendwo. Da entsteht die Frage, sind wohl die Chinesen keine Menschen? Warum passiert das? Das ist eine alte Zivilisation, ein kulturelles Volk. Warum ist das so? Wie ist das möglich? Dann kommen einem negativen Gedanken dazu in den Kopf über die Chinesen, dass die so und so sind. In Wirklichkeit läuft hier das Spiel guter Bulle, böser Bulle. Ich beobachtete die amerikanische Presse. Wer die russische Presse beobachtet, wird dieselben Methodiken finden. Die Methodik ist folgende. Was schreibt man im Westen? Schaut mal, die Chinesen haben ein Konzentrationslager. Es ist schrecklich, die werden eingeschweißt. Man berauscht sich daran. Schlussfolgernd haben wir ja euch im Westen nur zu Hause eingesperrt. Wir haben euch durch die Türe nicht zugeschweißt. Wir respektieren Menschenrechte. Es ist doch nicht so schlimm. China ist eine Maschine, wird wie eine Maschine verwendet, die das Overton-Fenster verschiebt und bietet uns die falsche Binarität. Entweder du willst das Konzentrationslager, wo man deine Tür einschweißt, oder du sitzt einfach zu Hause, fertig. Das Fenster hat sich verschoben. Das sind zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Das nennt man falsche Binarität. Zum Beispiel ist das gesamte amerikanische demokratische System auf dieser falschen Binarität aufgebaut. Die Demokraten und Republikaner. Wenn du zum Beispiel für Republikaner bist, bist du konservativ. Gegen Abtreibungen, bist gegen Masseneinwanderung, dann musst du auch globale Kriege befürworten. So die Republikanische Partei. Du kannst nicht sagen, ich nehme nur das und das andere nicht. Bei den Demokraten, zumindest war das historisch so. Jetzt sind sie anders. Im Grunde reden alle mittlerweile über dasselbe. Bei den Demokraten, wenn du also gegen Krieg bist, gegen Bombardierungen, musst du Abtreibungen befürworten. Einwanderung, Degradation. Dieselbe falsche Binarität. Schaut mal, als erstes müssen wir unseren Verstand zurückerobern, bevor es überhaupt weitergehen kann. Der Krieg läuft bei uns in den Köpfen und in den Seelen in erster Linie. Wegen der Seele ist klar, das hat schon Dostojewski gesagt, dass in der Seele des Menschen Gott gegen den Teufel kämpft. In unseren Köpfen läuft gerade ein sehr ernsthafter Krieg. Wenn wir nicht erkennen, was passiert, wenn wir uns nicht wehren können, egal wie gut wir denn sind, wie vorbereitet, man wird uns einfach wegfegen, weil schaut, was auf dieser Seite des Weltwirtschaftsforums steht. Im Zuge der Verschlimmerung, der Schocks und der Konflikte
Die Rede ist davon, dass es öfter kommen wird und mit steigender Intensität. Einer, der nicht daran gewöhnt ist, den dieses Overton-Fenster leicht mitnimmt, so ein Mensch wird quasi schutzlos ausgeliefert. Diese Binarität, sie ist ständig da. Wir können weiter gucken. In China zum Beispiel. Das war nur eine Ebene. Da gibt es mehrere Ebenen. Erstens in China. Ein autoritärer, totalitärer Staat. Ein Regime. Die Menschen werden in den Häusern eingeschweißt. Wenn ein roter Code am Smartphone erscheint, sind sie verpflichtet, schnurstracks in das Lager zu gehen. Ihr kennt es ja. Wenn der Code bei dir am Handy rot aufleuchtet, bist du verpflichtet, in das Lager zu kommen. Wenn du nicht sofort da bist, beginnt man dich wie einen Verbrecher zu fangen. Und man kriegt dich sehr schnell. Wir haben so etwas nicht, also ist bei uns alles okay. Jetzt die zweite Ebene. In der amerikanischen Presse sagt man, schaut mal, warum passiert das alles? Ja, China ist sehr hart, aber dafür sind die effektiv. Wie oft habt ihr das gehört? Ich höre mittlerweile sehr viele Mitmenschen, die das gesagt haben. Ja, sie sind hart, dafür sehr effektiv. Stadt abgeriegelt, zu Hause eingeschweißt, Hauptsache unsere Omas sind in Sicherheit. Ist es etwa nicht klar? Okay, damals war es etwas anderes. Ist es wohl nicht klar, dass es um was anderes geht? Die schieben uns in Richtung der 15-Minuten-Stadt. Wenn wir dorthin gehen, dann war's das. Das ist das Ende. Unsere Kinder werden in diesem Kreis leben, wie in diesem Bild, in dem Umfang. Als nächstes sagen die, warum muss China so hart durchgreifen? Weil deren Vakzin schlecht ist. Unseres ist aber gut. Die armen Chinesen, die haben eine so schlechte Pharmainfrastruktur. Unsere pharmazeutische Infrastruktur ist ja viel besser. Wir haben Pfizer, AstraZeneca. Versteht? Das ist eine andere Ebene. Ich habe auch in Russland so etwas gelesen. Hier bei uns. Wir haben was anderes. Es ist besser. Kommt schon. Es ist alles nach denselben Technologien gemacht. Lest euch mal da rein. Es ist sprichwörtlich alles aus demselben Fass. Das ist eine einfache falsche Binarität. Die haben also ein schlechtes Vakzin, deshalb müssen die hart vorgehen. Unsere sind gut und wir lieben Menschenrechte, deshalb bekommt ihr nur leichte Arschtritte. Oft habe ich folgende Informationen gesehen in Russland bezüglich Migration. Europa ist auf der anderen Seite. Es ist ein Beispiel unkontrollierter Einwanderung. Was verursacht diese unkontrollierte Migration? Ich flog mal mit einem Deutschen aus Berlin nach Amerika. Wir saßen zusammen. Die Deutschen sind etwas abstrahiert, sind sehr pragmatisch. Wir sprachen miteinander, der hat fast geweint. Er sagte, in meiner Geburtsstadt kann ich abends nicht mehr auf die Straße gehen. Ein älterer Herr, ich kann abends nicht auf die Straße, es ist gefährlich. In Berlin kann man keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, nachts, als ältere Person, vor allem aber als Frau. Ich kenne viele dieser Geschichten. Natürlich ist es nicht überall so in Europa. Man berauscht sich daran. Schaut mal, in Europa. Und Fußball, wer schaut denn heute noch Fußball? Ich denke, es ist die falsche Zeit dafür. Aber die Migranten fackeln halb Paris ab, weil Fußball ist und so weiter. Man berauscht sich an den Nachrichten. Tatsächlich gibt es dieselbe Migration in Amerika und auch in Russland. Wenn nicht sogar schlimmer. Ja, sogar schlimmer. Nur ist Europa jetzt der böse Bulle. Lasst uns zeigen, wie grob es in Europa zugeht. Dasselbe Prinzip. Hier schweißt man die Türen zu, hier sind es die Migranten, rauben und vergewaltigen. Absolut dieselbe Methodik. Ich erkläre euch nur, wie diese Psychologie funktioniert. Wie ich es euch am Anfang versprochen habe, zeige ich euch ein interessantes Bild. Das ist die Flagge der Technokratie. Genau gesagt, was sie als Technate bezeichnen. Wie ich es schon gesagt habe, das Technate ist das, was wir gerade beobachten. Die 15-Minuten-Stadt ist die Einheit dieses Technates. Das Technet wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. 1919 hatten sie gestartet. Diese Flagge ist aber aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Flagge des nordamerikanischen Technates. Da gab es mehrere Versionen. Ihr werdet einverstanden sein damit, das ist verwunderlich. Dass die nordamerikanischen Technokraten in den 30er Jahren die Flagge ausgesucht haben mit dem Symbol. Im Grunde ist es ein chinesisches Symbol des Gleichgewichts.
Das ist verwunderlich, vor allem im Zuge dessen, was ich über China erzähle, teilweise, weil ich dieses Thema mag. Es hat aber einen sehr wichtigen Bezug dazu, was gerade in dieser Welt passiert. Die chinesische Zivilisation spielt eine mehr oder weniger zentrale Rolle dabei. Wie ihr seht, stand das schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits auf dieser Flagge. Das ist noch nicht alles. Es gibt einen sehr interessanten Punkt. Ich schicke dir, Damir, ein Video über die technokratische Bewegung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es spricht vieles für sich. Im Prinzip sind alle Konzepte, die wir heute sehen können, einschließlich der 15-Minuten-Stadt oder die smarte Stadt. Wir wissen aber, dass es keine smarte Stadt, dass es etwas anderes ist, einschließlich Enteignung und Bargeldverbot, den Übergang zu digitalen Währungen, die totale Kontrolle der Bevölkerung, die Manipulation des Bewusstseins. Das alles wurde schon damals konzipiert von der Technokratie in den 30er Jahren unter dieser Flagge. Der Film, den ich dir schicke, erzählt, wie diese Technokraten in den 30er Jahren diese Ideen in ganz Nordamerika verbreitet haben. Sie hatten riesige Finanzen. Wo sie das Geld her hatten, war klar. Es war Rockefeller Senior, John Rockefeller, der ihnen das Geld gegeben hat. Sie fuhren durchs Land und machten so einen PR-Blitz, um die Menschen, um die Politiker zu überzeugen, dass die Zeit der Technokratie gekommen ist. Der Boden war dafür fruchtbar. Die 30er Jahre waren der Beginn einer seriösen Depression. In Amerika war alles schlecht. Die Menschen haben den Glauben an das System verloren. Diese Leute verbreiteten das Ganze also, fuhren durchs Land. Einige Punkte. Achte bitte genau darauf. Ab der 6. Minute tritt ein Mann auf, einer der Leader dieser Technokratie. Er tritt genau unter diesem Symbol auf. Es ist nicht dieselbe Flagge, eine ähnliche. Wenn ihr die Untertitel aktiviert oder für diejenigen, die Englisch verstehen, da gibt es eine sehr interessante Phrase. In diesem Moment sind wir in die Stadt Portland gekommen, das war unsere nächste Station, und unser Leader gab eine feurige Rede im Tempel der Freimaurer. Er stand im Tempel der Freimaurer unter diesem Symbol und erzählte über die Zukunft der Technokratie, und wir haben jetzt das Glück, im Jahr 2022 das Ganze zu erleben. Vielleicht nicht das Glück, obwohl es doch sinnvoll ist. Das Leben ist ein Kampf. Dieser Film über die Technokratie, der in den 30er Jahren aufgenommen wurde, da war ein Teilnehmer dabei, der hieß Joshua Haldeman, eine sehr interessante Person. Er war der Leader des nordamerikanischen Technets. Er kam fast ins Gefängnis. Man hat verstanden, dass sie an die Macht wollen. Er flüchtete nach Südafrika. In Südafrika wurde seine Tochter May geboren. Und diese May gebar einen Sohn mit dem Namen Elon Musk. Sie hieß May Musk. Und Elon Musk nennt sich selber der Techno-König, Techno-King. Den Namen hat er sich selber gegeben. Deshalb ziehen sich alle Fäden an einem Punkt zusammen. Deshalb, wenn ich über China spreche, bringe ich so viele Fakten. Es ist schwer, das Ganze abzustreiten. Das, worüber ich spreche, meine Schlussfolgerungen. Es gibt viele Fakten, die für das Konzept sprechen, von dem ich spreche. Diese Flagge aus den 30er Jahren, da war sogar ich beeindruckt, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dass schon in den 30er Jahren ein chinesisches Symbol auf der Flagge von Technokratie war. Wie und warum? Ich kann nicht behaupten, dass ich vollständig verstehe, was die sich in den 30er Jahren gedacht haben. Ich denke aber, es macht Sinn, es zu wissen und zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Die Methodik ist folgende. Man nimmt etwas Wichtiges, was euer Leben verändert. Was kardinal alles verändert. Es wird das Leben wahrscheinlich sogar für immer verändern, wenn das zugelassen wird. Das klammert man aus. Das ist ein Axiom quasi. Keiner spricht sich dagegen aus. Und man schafft einen künstlichen Zweikampf innerhalb anderer Themen. Zudem extrem. Zum Beispiel in China schweißt man die Türen zu und so weiter. Die Kinder kommen von ihren Eltern weg. Diese falsche Binarität. Damit diese falsche Binarität arbeitet, wird ein wichtiger Punkt aus dem Blickwinkel geschoben. Ein Punkt, der kardinal euer Leben verändert. Deshalb müsst ihr unbedingt denken, wenn ihr es beobachtet, sucht diese falsche Binarität. Sucht und ihr werdet sie finden. Und ihr werdet frei denken können. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, denken zu lernen. Nicht nur logisch denken. Die Logik an sich alleine bringt nicht weiter.
Ihr müsst analysieren, die Menschen angucken, wer einverstanden ist, wer nicht einverstanden ist. Ich habe zum Beispiel über China eine Meinung gehört. Hier ist nicht Xi Jinping schuld, sondern irgendwelche Kommunisten, die gegen ihn sind, die ihn fast absetzen wollten. Versteht ihr? Ihr müsst euch alles merken, was gesagt wird. Okay, schreibt es euch auf. Nach ein, zwei Jahren dann die neue Parteiversammlung, bei der Xi Jinping fast als Imperator daherkommt. Nichtsdestotrotz wird seine Politik weiterverfolgt. Und nach den Protesten erst ändert sich ein bisschen was. Beobachtet alles mit Kritik. Merkt euch alles. Schreibt euch alles auf. Ich schreibe mir alles auf. Sogar diese Videos helfen mir, da ich mein Denken mehr strukturieren muss. Ich rate denen, die die Zeit und den Wunsch haben, folgendes Buch zu lesen. Eigentlich hat es keinen Bezug hierzu. Das heißt, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen von Thomas Kuhn. Ein einzigartiges Buch, welches seinerzeit mein Bewusstsein buchstäblich gesprengt hat. Ich begann, die Dinge anders zu sehen, obwohl das Buch über Wissenschaft ist. Es ist über ganz andere Themen. Ich mache auf meinem Kanal bald ein spezielles Video über dieses Buch. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Das gibt es in russischer Sprache. Das ist eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts, meiner Meinung nach. Versucht zu denken. Liest das Buch, wer die Möglichkeit hat. Wer keine hat, abonniert meinen Kanal auf Bastion, auf YouTube, auf Telegram. Da erzähle ich das Ganze, auch über Bücher. Danke, liebe Freunde.